Hallo und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Und wir sind hier in unserem wunderschönen kleinen Flughafen, der, ja, relativ gut läuft, würde ich sagen. Das Einzige ist hier unten unsere Bauarbeiter, die wir nun wirklich mal entsorgen, entschuldigt bitte, die wir nun wirklich mal abschieben müssen. Wir werden noch ein paar Verträge kündigen im Betrieb mit den Bauarbeitern und wir schieben hier nochmal ein paar raus. Kleiner Tipp, Steuerung ermöglicht euch, einen 10er-Schritt zu machen. Ach Gott, ich hätte so gerne Schieberegler in diesen Spielen. Naja gut, okay. Komm, wir schmeißen nochmal 60 raus, entlassen. Ach Gott, ist immer noch zu viel. Wir hauen nochmal 40 raus, 20 Arbeiter vor Ort. Reichen. Wir werden den Vertrag überprüfen. 6,90 Euro. Wir gucken mal, ob wir möglicherweise noch einen günstigeren Vertrag haben. 9,60 Euro. Nee. Dann haben wir hier definitiv... Ah, guck mal, jetzt gehen sie alle. Genug Bauarbeiter. Grundsätzlich, denkt bitte daran, wir spielen ein freies Spiel ohne Geld, um das Spiel kennenzulernen, um es aufzubauen. Und... ihr habt natürlich auch die Wirtschaftssimulation im Hintergrund mit Geld und da gibt es... Ah, hier seht ihr übrigens schön den Pfad, der im Spiel einprogrammiert ist. Also sehr schön zu sehen gerade tatsächlich, ist sehr hübsch gemacht. Und in dieser Wirtschaftssimulation müsst ihr natürlich auch auf eure Geldmittel achten. Wir haben da jetzt kein Problem mit, weil wir uns hier primär um das Tutorial kümmern, wie das Spiel an sich funktioniert. So. Ansonsten läuft es hier ziemlich gut, würde ich sagen. Die Leute gehen hier rein und raus. So, entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung. Ich habe den Ton noch ein bisschen umgestellt. Also, was als nächstes? Ja, warten. Ihr Lieben, wir müssen warten. Nämlich, dass 5 Flugzeuge abgefertigt werden oder dass ja, allgemein die Flugzeuge abgefertigt werden. Dass hier ein paar Flugzeuge ankommen und so weiter. Ja. Und wir können derzeit mal gucken, dass wir unseren Flugplatz ein bisschen optimieren können. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Halle ist ganz schön und gut, aber wir werden uns jetzt mal anschauen, ob die Leute zufrieden sind. Wir müssen in Richtung Catering noch was machen, in Richtung Essen. Wir sehen es hier, beim Thema Catering sind sie nicht zufrieden. Aber bevor wir das machen, müssen wir wirklich mal ins Tutorial gucken, ob da in die Richtung noch irgendwas kommt. Ansonsten machen wir das einfach mal voreilend. Hier werden jetzt noch ein paar Notfallleitstellen gebaut, Flughafenpolizei und so weiter. Das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Und danach kümmern wir uns mal um den internationalen Airport und werden auch das Tutorial mal durchgehen. So. Hier kommen munter die Flugzeuge an. Ich bin echt gespannt, wie es hier weitergeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sind die Bauarbeiter am Abfliegen. Und was wir jetzt machen, wir schauen uns mal die Dekorationen an. Das sind Sachen, da hoffe ich ja vielleicht durch die Mods, dass da noch ein paar mehr Objekte zukommen. Da habe ich aber tatsächlich nicht geguckt. Ich hätte nämlich hier gerne auch noch ein paar Sachen. Was ihr normalerweise übrigens auch machen könnt, ist ein Schalter, ein Check-in-Schalter, einem speziellen Flug oder einem speziellen Flugsystem zuordnen und dann entsprechend ein entsprechendes Schild hier platzieren. Das geht jetzt mit den Kleinen nicht. Wahrscheinlich kommt es erst später und ihr seht hier sogar den Check-in und wer hier einchecken muss. Und ach, das ist ein tolles Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wieder so ein Spiel, das ist seit 2017 in Entwicklung, aber das ist einfach toll. So, Sitzplätze haben wir genug. Eine Airline-Lounge brauchen wir eigentlich auch nicht. Restaurant und Cafés, das ist eigentlich der Bereich, den ich mir mit euch jetzt mal gemeinsam angucken möchte. Gepäckbandsystem, Flugzeuginfrastruktur, okay. Also, ich würde gerne hier unten in dem Bereich ein ja, Nahrungsmittelsystem hinbauen. Das heißt, wir haben hier unsere Geschäfte, da haben wir den Geschäftsraum. Ein Raum, in dem Passagiere verschiedene Dinge kaufen können. Aber wir möchten ja auf jeden Fall ein Restaurant machen. Das heißt, wir ziehen hier mal einen Gastrobereich auf, den wir, ja, nicht so groß, 100 Quadratmeter, den setzen wir dahin. Dann gibt es hier eine große Kasse, schon mal vorbereitend. Jetzt muss ich mal gucken, in welche Richtung. Ich glaube, das ist die richtige Richtung. Na, da stehen die Leute, genau. Dann können wir hier
ein paar Kühlregale hinstellen. Die Frage, wie rum es richtig ist. Ich glaube so rum. Einmal da und einmal da, dass die Leute sich hier was rausnehmen können. So. Dann hätten wir hier noch ein paar Schalter an sich. Und da kommen sie auch direkt. Ich weiß nicht, ob sie hier hinten hingehen. Ja, sie gehen da hinten hin. Jetzt müsste eigentlich auch unser Personal demnächst zeigen, dass wir hier zu wenig haben. Wir brauchen hier natürlich auch Verkaufspersonal. Und wir müssen halt auch einen Vertrag unterschreiben, so wie immer. Das gucken wir uns aber gleich mal an. Wir bauen erstmal unser Geschäft weiter, was wir noch so haben. So, das sind die Kühlregale. Dann hätten wir hier eine leere Theke für Kaffee oder eine Bar und eine Kasse. Die Kasse haben wir. So, wir haben einen mittelgroßen Schalter für Sandwiches und Speisen. Ja. Können wir da mal hinsetzen? Obwohl ich das nicht so gut finde. Wir können tatsächlich mal ein paar verschiedene hinsetzen. Wir haben hier einen mittelgroßen für Getränke. Ich würde sagen, das versuchen wir mal. Oh Gott, jetzt wollte ich nicht das ganze Ding hier drehen. Wollte eigentlich nur. Moment, wieso dreht er denn jetzt den Raum und nicht das? Das ist ja cool. So, jetzt haben wir es. Also, ich würde sagen, das setzen wir mal hier hinten hin. Einmal Getränke. Und dann kommt hier einmal Sandwiches hin. Dann hier so kleine Snacks. Ja, das sieht ganz gut aus. Und dann noch daneben so eine kleine Kaffeebar. Einmal in den Bereich. Sehr gut. Okay, dann hätten wir noch die Möglichkeit, einen Kochbereich zu servieren. Ja, das können wir auch nochmal hinstellen. Den setzen wir nach dort. Und Dekoration brauchen wir nicht. Herstellung. Ja, wir setzen hier nochmal so eine Edelstahl-Arbeitsplatte dazwischen. So. Okay, mal gucken, ob das ausreicht. Ich bin sehr gespannt. Wir werden auf jeden Fall mal auf den Ladenbereich gehen, werden einen Vertrag unterschreiben. Jetzt die Frage, was hätten wir denn gerne? Also er wäre durchaus bereit. Wir machen das mal zu. Wir sehen es, Raumanforderungen, Größe, Kühlregale, Kaffeebar erfüllt. Er reicht nicht aus. Wir bräuchten noch 4 Stühle. Ich würde tatsächlich gerne einen Burger nehmen. Das heißt, wir bräuchten noch 4 Stühle und 2 Tische. Das können wir ja machen, das ist ja kein Problem. Dann setzen wir das hier vorne rein. Jetzt hätte ich gerne noch sowas wie kleine Zäune oder sowas zum Abtrennen. Wir könnten noch Pissoirs sehen. Nein, das machen wir nicht. Nein, 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 nein. So, wir könnten hier... Ah, guck mal, ein paar schöne Regale oder sowas. Das wäre es natürlich. Ja, das können wir machen. Airline Lounge, da machen wir hier ein paar kleine Regale. Regale hin. Ah, schade. Das muss in diesem Bereich gebaut werden. Okay, das ist schade, aber ist nicht zu ändern. So, hier ist die Lebensmitteltheke. Stühle werden wir wahrscheinlich wieder hier hinten finden. Das muss ich gerade mal gucken. Genau, Sitzplätze. Oh, nein. Das war es nicht. Jetzt gucken wir mal, wo wir die Stühle finden. Ich meine, die waren hier vorne im Terminal. Und da haben wir die Fenster. Da hinten Sitzplätze natürlich. So, einmal einen quadratischen Tisch. Ja, ich würde sagen, das machen wir hier vorne in die Ecke hin. Einmal da und einmal da. Und da kommen dann auch ein paar hochwertige Stühle mal ran. Den werden wir gleich nochmal löschen. Der sieht nicht gut aus. So. Und die beiden werden wir auch löschen. Das gefällt mir auch nicht. Und dann setzen wir hier vorne 2 Blümchen hin, um das Ganze optisch ein bisschen abzutrennen. Versuchen wir es mal damit. Ja, das ist gut.
Ja, das gefällt mir. So, dann werden wir hier jetzt einen Vertrag unterschreiben mit Cranes Burger. Zack. Das würde ich gerne machen. Unterschreiben bitte. Okay. Und dann sollten jetzt hier eigentlich die Leute kommen. Dieser Schalter benötigt zum Betrieb zusätzliches Personal. Das können wir uns gleich mal angucken. Jetzt hoffen wir mal, dass unsere Flugzeuge hier ankommen. Alles ist voll. Okay. Jetzt warten wir mal ab, dass unsere Flugzeuge hier langfliegen. Ich glaube, hier irgendwie 5 oder so sollen es sein. Wir gucken mal. Er sagt uns hier, wir brauchen zusätzliches Personal. Das müsste eigentlich auch immer hier unten. Okay, wir haben erstmal Mangel an Sicherheitsbeamten. Da können wir nochmal welche einstellen. Da würde ich sagen, stellen wir gleich nochmal 2 ein. Und dann hoffen wir mal, dass wir bei dem unteren auch genug haben. Wir stellen einen Sicherheitsbeamten ein, bitte. Wo haben wir es denn? Hausmeister, Ramp Agent, Fluggastbetreuer. Na? Sicherheitsbeamter, einmal dich bitte. Und jetzt gucken wir mal, ob wir Administratoren, Hausmeister haben wir, Sicherheitsbeamter. Also wir haben einen Hausmeister. Aber was uns fehlt, ist ein Haustechniker. Den können wir auch nochmal anstellen. So, das müsste dafür reichen. Und vorbereitend für weitere Flugzeuge bauen wir auch schon mal oder kaufen uns auch schon mal ein AV Gas 100. Ein weiteres Fahrzeug. Und er hat noch genug Füllung. Dann haben wir hier auf jeden Fall gleich 2 Fahrzeuge drin in der Liste. Dann sollte das auch passen. Okay, fertige 5 weitere kommerzielle Flüge ab. Dazu müssen wir nochmal in unseren Flugplaner gehen. Wir haben ja gesehen, wir haben jetzt hier 4 Stück drin. Dann gehen wir mal alle durch und gucken mal. Da haben wir zum Beispiel schon wieder 5. Ja. Ich würde hier auf Nachtflüge, das dürfen wir ja glaube ich so und so nicht. Dann gehen wir mal auf den Mittwoch. Und gucken mal, dass wir die Flüge hier verteilen. So, der kommt nach dort. Und der nach dort. Den setzen wir dahin. Gucken wir mal, dass das auch passt. Jawohl. Dann gucken wir mal, was wir noch haben. Er könnte am Donnerstag machen wir den Slot hier. Und dann schauen wir mal, dass wir könnten auch noch eine weitere Parkposition bauen im schlimmsten Fall. Das wäre halt auch möglich. Da hat er nichts mehr. Fly Penguin hat auch noch einen. Den würde ich sagen, können wir dann da hinsetzen. Forest Air hat auch nichts. Und wie gesagt, ihr solltet die bedienen. Ansonsten kriegt ihr irgendwann halt wirklich Probleme mit den Fluggesellschaften. So. Okay, wunderbar. Passt. Weiter geht's. Und hier stehen jetzt tatsächlich auch Leute und bedienen. Und hier sollen die Leute jetzt etwas zu essen kaufen können. Und das sollte uns hoffentlich in der Gunst etwas steigern. Ihr seht es hier. Es ist bei 32% und steigt. Das ist die Terminalqualität. Aktuelle Meinung über die Ausstattungsqualität des Terminals. Ja, die ist halt nicht so gut. Das muss man ganz klar sagen. Was wir noch machen können, ist ein paar hochwertige Sitzplätze anbieten. Vielleicht hier mal ein paar hochwertige Sofas hier noch mit dran. Das wäre halt eine Möglichkeit, dass wir hier jeweils nochmal an der Wand vielleicht, ich weiß nicht, wir könnten hier an der Seite jeweils nochmal ein paar schöne Sofas aufstellen. So. Das können wir dann eigentlich als Abgrenzung, finde ich das ganz gut, dass wir das hier hinsetzen, da auch nochmal ein paar Sofas. So. Und dann werden wir dort nochmal ein großes Blümchen hinstellen. So, und dahinter kommt ein kleines Blümchen. Beziehungsweise dann können wir die auch einen nach vorne setzen. Den müssten wir jetzt
vertreiben hier. Jetzt haut er so und so ab. Okay, so. Und dann nehmen wir uns nochmal die Blümchen und setzen ein paar kleine Blümchen dahin. Und da brauchen wir wahrscheinlich dann wirklich ganz kleine. Ja, eine Palmpflanze, wunderbar. So, dann haben die hier auch eine schöne Lounge, können sich hier hinsetzen. Das ist ein bisschen abgetrennt hier von dem Bereich. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Also wenn die Qualität jetzt nicht steigt, okay, sie steigt, dafür sinkt jetzt die Terminal-Sauberkeit. Wir sollten also noch einen Hausmeister einstellen. Wir haben ja mehr als genug Platz hier. Also, wir stellen noch einen Hausmeister ein. Wir haben nur ein CEO, das ist der Strategie-Nerd. Na gut, okay. So, also, ein Hausmeister bitte. Haustechniker haben wir. Ach guck, Hausmeister. Ja, den nehmen wir doch direkt. Zack. Damit die Sauberkeit hier nicht sinkt. Das fände ich tatsächlich ein bisschen ärgerlich. Hier warten die Leute. Hier müssen wir auch noch was planen. Ich würde tatsächlich sagen, wir können hier diesen Bereich auch nochmal planen. Und der Essensbereich auch. Da werden wir nochmal einen anderen Boden verlegen. Ich würde sagen, wir setzen da mal ein etwas dunkleres Holz ein. Damit die Leute auch wirklich wissen, dass es sich hier so um Essen handelt. Ja, das ist ein bisschen abgegrenzt dann. Dann sieht es ein bisschen schöner aus. So, Personal an sich sieht gut aus. Passagiere sieht auch gut aus. Und wir können ja mal gucken, was sich hier hinter versteckt. Vor allen Dingen bei den Heatmaps. Die gucken wir uns mal an. Das ist jetzt auf jeden Fall mal ganz interessant. Begehbare Bereiche, Passagiertypen anzeigen. Hier seht ihr die in den Heatmap im Prinzip die Passagiere, die am meisten hier rumlaufen. Das ist vor allen Dingen in dem Bereich hier. Klar, das ist der Wartebereich. Und hier in diesem Bereich noch haben wir da keine Probleme. Wir müssen aber gucken, in Zukunft wird das mit Sicherheit ein Problem werden. Bei einem großen Flughafen. Wir haben aber groß genug gebaut. Das sollte also kein Problem sein. So, begehbare Bereiche haben wir auch. Die kommen hier rein, hierüber kommt das Personal im schlimmsten Fall rein. Hier gibt es ein paar Toiletten. Das sieht auch gut aus. Rollwegüberlastung. Ja, hier ist klar, ne? Also hier haben wir relativ viel zu tun. Wir könnten jetzt überlegen, ob wir hier noch eine zweite Start- und Landebahn bauen. Das wäre auch hier möglich. Das wäre noch eine Möglichkeit. Okay, das sieht gut aus. Sicherheitspatrouillen haben wir noch keine. Das ist der nächste Teil im Tutorial, wenn wir 5 weitere Flugzeuge abgefertigt haben. Und ich würde sagen, neue E-Mail, 1 Million Bonus erhalten. Sehr schön. Das ist in dem Fall tatsächlich jetzt nicht ganz so wichtig, weil wir nicht mit Geld spielen. Aber tatsächlich doch nicht unwichtig. Okay, baue eine Notfallleitstelle. Wusstest du schon, Flughafenpolizeifahrzeuge parken in der Polizeistation, wohin Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge in der Notfalleinsatzzentrale parken und Vögel fliegen 180 Grad vom Einzugsbereich des Vogelschlagverhütesystems weg. Ja, alles klar. Also, erstmal eine Notfalleinsatzzentrale, die finden wir hier unten. Und jetzt ist halt die Frage, wo wir die hinbauen. Ich würde es tatsächlich hier in diesem Bereich planen. Wir müssen mal gucken, ob das da wirklich alles hinpasst. Oder halt hier hinten hin. Dann könnten wir das hier an diese Straßen direkt anschließen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Nichtsdestotrotz müssen wir den Zaun so und so umbauen. Also da führt kein Weg dran vorbei. Wir haben den Zaun auch hier noch nicht angeschlossen. Ach Gottchen, das müssen wir auch nochmal machen. Dass wir den Zaun da nochmal anschließen. Aber jetzt bauen wir erstmal eine Notfallleitstelle. So. Zentraler Standort für Notfallmaßnahmen, die dort durchgeführt werden. Beherbergt einige Rettungswagen. Okay. Okay, okay. Dann würde ich sagen, bauen wir das nach dort. Ja. Jetzt ist die Frage, ob wir das irgendwann erweitern. Ne, wir bauen das dahin. Und ich würde sagen, dann setzen wir auch direkt die Flughafenpolizei. Wer hätte es gedacht? Direkt daneben. Alles klar. Und jetzt werden wir das erstmal mit Straßen verbinden. Das ist ja auch wichtig. Einmal die internen luftseitigen Straßen, bitte. Einmal hier lang. Nicht möglich. Was haben wir da? Ach, das sind diese. Ah, okay. Doch, das sind doch die. Ja, das müsste eigentlich passen.
Einmal daran und einmal dahin. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt selbst angeschlossen werden. Keine Ahnung. Ah, da ist noch ein... Da ist noch ein Zaun, den müssen wir noch abreißen. So. Einmal Asphalt bitte. Und da geht's weiter. Sehr schön. Kaufe ein Flughafenpolizeiauto, ein Feuerwehrfahrzeug und ein Rettungswagen. Auch das werde ich gerne tun. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und wir können nach Notfallfahrzeugen filtern. Beziehungsweise machen alle aus und nur die Notfallfahrzeuge ein. Wir brauchen ein Flughafen-Polizeiauto. Wir brauchen einen Rettungswagen und ein Feuerwehrfahrzeug. Sehr schön. Sind unterwegs. Wenn ein Flugzeug beschädigt ist, muss es in einem Hangar repariert werden. Baue einen Hangar und verbinde ihn mit dem Rollweg. Auch das werde ich tun. Den Hangar würde ich tatsächlich hier platzieren, hier unten nach oben hin, sodass wir hier die Möglichkeit haben, noch weitere Terminals zu bauen. Möglicherweise auch dann unter dem Flurbereich langgehend. Das werden wir dann sehen. Das wird auf jeden Fall wie in Frankfurt möglicherweise ein gestückelter Flughafen werden. Und jetzt bauen wir aber auf jeden Fall erstmal einen Hangar. Den finden wir bei den Flugzeugsachen. So, weiter geht's. Jetzt hat tatsächlich hier gerade die Post geklingelt. Also, wir bauen einen Hangar. Ich würde tatsächlich sagen, ich bin mir nicht sicher. Hier sieht es aus nach einem... Was passt denn hier hin? Gehen wir ein bisschen näher ran. Wir könnten ihn... Ah, der braucht auch eine Straßenverbindung, ne? Vielleicht sollten wir den doch hier hinten hinbauen. Direkt hier ran und dann die Straße hier rumführen. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Achso, falls ihr keine Musik mehr hören solltet, die ist einfach jetzt fertig. Das haben wir alles gesehen. Ja, ist die Frage, wo wir den hinbauen. Wir schauen uns nochmal den Hangar an, was der für Verbindungen braucht. Ein mittelgroßer Hangar braucht unten auf jeden Fall eine Straßenanbindung. Ne, wir machen das hier. Wir machen das hier hin. Da unten hin. Da setzen wir den ran. Ja, genau. Und ich vermute, dass er hier noch Fahrzeuge braucht, Reparaturfahrzeuge oder sowas. Deswegen werden wir hier noch eine weitere Straße planen. Und hier noch ein Gate setzen. Das sollten wir so und so nochmal machen. Dazu reißen wir auch nochmal den Zaun hier ab. Der ist hier mittlerweile ein bisschen fehl am Platz. Okay, so. Also, dann setzen wir nochmal ein Gate hin. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Ja, ich würde sagen, hier können wir das hinsetzen. Oder wir setzen das direkt wieder hier vorne hin. Genau. Dahin. Dann die normale Straße. Einmal da unten ran. Und dann werden wir eine flugzeugseitige Asphaltstraße einmal da planen. Und die dort erstmal anschließen. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, setzen wir auch direkt den Zaun neu, machen den hier fertig. Das ist mir ansonsten dann doch jetzt ein bisschen zu unsicher, wenn wir hier noch nicht mal mehr einen Zaun haben. Aber das Ding ist richtig rumgesetzt? Ja, das passt, okay. Also einmal einen Zaun bitte dahin. Dann werden wir den Zaun, wo geht's weiter? Einmal darum bauen, bitte. Der kommt daran. Der Zaun kommt daran. Das passt. Hier haben wir auch einen Zaun. Hier hinten führen wir den Zaun auch weiter. Erstmal würde ich sagen, tatsächlich hier ran.
So. Dann machen wir, wir können jetzt mal in Ruhe weitermachen und uns derweil hier die restlichen Zäune entledigen. So, einmal da weg. Da hatten wir noch ein Zäunchen. Okay. Da haben wir einen Zaun und... Ach Gott, das sieht aber auch hässlich aus. Nee. Die Ecke machen wir nochmal neu. Hier, das machen wir. Das lassen wir so nicht. Da blutet mir mein Auge. Das machen wir definitiv so nicht. So. Einmal daran. Das passt schon. Dann setzen wir noch ein Zauntor. Auf jeden Fall dort, damit die Leute durchkommen können. Und hier setzen wir dann auch ein Tor, damit die Leute durchkommen können. Alles klar. Schön, schön. Baue ein Vogelschlagverhütungssystem aus dem Fenster für Start- und Landebahnverbesserungen. Das wird wahrscheinlich Flugzeuginfrastruktur sein. Und dann müsste es hier irgendwo Flughafenversorgungsgebäude, Betonplatte. Ich weiß gar nicht, wo ich hier das finde. Eine BSPS. Okay. Was ist eigentlich jetzt hier mit? Ist das schon fertig? Das ist Status öffnen. Ja, okay, das ist geöffnet tatsächlich. Alle Fluggesellschaften zulassen. Ja, passt. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Nee. Die sind jetzt tatsächlich im Einsatz. Sehr schön. Die haben wir auch. Und dann schauen wir mal, wo wir das BSPS finden. Wahrscheinlich auch unter Sicherheit nicht. Normalerweise sind die Start- und Landebahnen sind hier. So, Flugzeugparkposition, Hangar, Rollfeldfundament, Zu- und Ausfahrten. Betonplatte. Ich hatte das schon mal gefunden. Ihr Lieben, ich suche es einmal kurz. Ich war natürlich komplett auf der falschen Fährte. Verzeiht bitte. Die Start- und Landebahnverbesserungen sind natürlich auf der Start- und Landebahn. Wir können das Ding mal direkt reparieren. Und dann gibt es hier diesen Knopf Verbesserungen. Das haben wir ja sogar selbst schon benutzt. Und dann werden wir einmal füge Anflugbefeuerung hinzu. Können wir machen. Ja, geht hier ein bisschen hinten raus. Finde ich nicht schlecht. Die Papi-Lichter bauen können wir auch machen. Lassen wir mal sein. Und hier sollte es irgendwo Bird Strike Prevention System geben. Hier vorne. System zur Vermeidung von Vogelschlägen. Zack. Und das können wir... Ja, wir bauen das mal dahin. Passt. Okay. Dann können wir weitermachen. Und er ist jetzt in diesem Bereich aktiv. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch weitere bauen. Dann gehen wir wieder auf die Verbesserung und werden dort noch eins hinsetzen. Dort und auf jeden Fall ans Ende. Und dann schauen wir mal die Reichweiten an. Ja, das sieht gut aus. Okay, dann haben wir das jetzt auf jeden Fall erledigt. Wir können die Leistung hier natürlich aufs Maximum ausdehnen. Das würde ich hier hinten tatsächlich machen, weil wir hier dann diesen Bereich hier mitschützen. Okay, erstelle eine Patrouillenroute für Sicherheitspersonal innerhalb eines Terminals mit einer Länge von 4 oder mehr Knoten. Füge einen Wegpunkt durch Rechtsklick im Terminalfeld hinzu. Entferne einen Wegpunkt durch Linksklick an einer beliebigen Stelle. Schließe eine Route durch Rechtsklick auf den ersten Knoten ab. Ja, das ist eigentlich selbsterklärend. Das sind die Leute, die im Prinzip immer hier lang gehen. Ihr seht das hier. Das können wir uns hier über diesen Sicherheitspatrouillenbereich holen, über ihn hier. Und jetzt können wir im Prinzip hier eine Patrouille erstellen, dass er hier lang geht. Und das finde ich ganz sinnvoll. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen hier hinten lang. 4 Knoten, einmal da lang. Dann gucken wir einmal. Ich bin mir nicht sicher, ob er hier durchkommt. Genau. Dann lassen wir ihn dahin zurückgehen. Dann lassen wir ihn einmal da lang gehen. Und dann an den jeweiligen Schaltern vorbei.
geht er da hinten wieder zurück. Möchtest du die Patrouillenroute speichern? Jawohl. Okay, so, er geht jetzt hier im Prinzip einmal lang und bewusst entgegengesetzt, damit er nämlich den Leuten in die Augen guckt, wenn er hier rausgeht, denn es bringt ihm nichts, dem Sicherheitspersonal, wenn er im Prinzip hier mit durchgeht, dann sieht er nicht, was die machen. Also auch hier genauso, er muss schon beim Reinkommen den Leuten quasi in die Augen gucken. Okay, erstelle eine Flughafen-Polizeipatrouille, mach eine Patrouillenroute mindestens 4 Knoten lang. Ist das gleiche Thema, werden wir machen. Also eine Route. Wir haben aktuell noch nichts. Polizei werden wir dann tatsächlich auch da hinten starten lassen, wo die Polizei startet. Wir werden jeweils einen Knoten hier bei den Flughäfen, bei denen machen. Dann setzen wir ihn hier hinten hin. Da kann er drehen. Und dann da hinten wieder zurück. Lösche eine Patrouillenroute durch Auswahl des X-Symbols auf einen ihrer Knoten. Warum auch immer ich das machen sollte. Wir können das auch hierüber, meine ich, löschen. Aber okay, wenn er das möchte, dass wir das löschen, dann machen wir das. Zack. So. Baue einen mittelgroßen Check-in-Schalter. Das können wir gleich machen. Aber ich bin mir gerade gar nicht so sicher, warum wir das löschen sollten. Denn ich muss sagen, eine Flughafen-Polizeiroute, die hier regelmäßig patrouilliert, finde ich wirklich gar nicht so schlecht. Wir lassen die auch hier lang fahren. Ah, schade, da können wir nicht lang. Ja, weil er ungültig ist. Wir können dann mal gucken, ob wir im nächsten Video hier mal einen Tunnel drunter bauen. Und wir werden ihn aber erstmal wieder zurückfahren lassen. Einmal an den Check-ins halten. Dann werden wir ihn zurückfahren. Ich muss sagen, dass er hier einfach regelmäßig mal hoch und runter fährt, dass da nichts passiert, finde ich gar nicht so schlecht. So, baue einen mittelgroßen Check-in-Schalter. Das können wir gerne machen. Den setzen wir einfach hier neben. Das finden wir bei Schalter und dann bei den Check-in-Schaltern. Wir könnten auch mal eine Info-Anzeige setzen. Wo macht man denn klassisch eine Info-Anzeige hin? Ich würde sie tatsächlich hier hinsetzen, vom Check-in. Dahin. Ja, damit die Leute auch sehen können. Damit die Leute auch sehen können, was hier auf diesem Flughafen abläuft. Und da sollte jetzt eigentlich genau das stehen, was dort auch steht. Okay. Beziehungsweise müssen das wahrscheinlich gleich noch versetzen, weil wir hier jetzt ja nur einen mittelgroßen Check-in-Schalter bauen. So, also bitte einen mittelgroßen Check-in-Schalter. Wir schauen mal, ob wir nicht bereits schon im nächsten Tutorial sind. Ja, wir sind schon beim internationalen Flughafen. Okay. Den mittelgroßen Check-in-Schalter bauen wir aber auf jeden Fall noch. Und ich würde, also mir gefällt die hier nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Wir reißen die gleich nochmal ab. Die gefällt mir nicht. Das müssen wir nochmal anders machen. So, auf jeden Fall werden wir einen mittelgroßen, das war Informationsschalter, das sollten wir tatsächlich auch mal bauen. Informationsanzeige. Wir könnten auch noch hier vorne ein paar Self-Check-In-Schalter machen. Das finde ich auch nicht schlecht. Jetzt machen wir aber erstmal einen mittelgroßen Check-In-Schalter. So. Einmal dahin bitte. Und dann werden wir auch hier einen Wartebereich definieren. So. Auch du bekommst hier bitte einmal den neuen Fußbodenbelag. Ich glaube, wir hatten das hier genommen, oder? Ja, genau. So, einmal den Fußbodenbelag bitte, damit das hier auch einheitlich aussieht, werden wir daneben ein Blümchen setzen. So, ihr Lieben, das ist unser Flughafen. Er wächst und gedeiht. Wir haben eine Polizei mittlerweile, eine Feuerwehr, einen Reparaturhangar, der, wie ich sehe, noch gar nicht angeschlossen ist. Wir sehen das hier. Der muss wahrscheinlich noch angeschlossen werden. Keinen Rollweg zu einer Start- und Landebahn für mittelgroße Flugzeuge gefunden.
Ah, okay. Das ist nur der mittelgroße Hangar. Dann brauchen wir... Ich dachte, in den mittelgroßen können auch die kleinen rein. Das ist überhaupt kein Problem. Dann werden wir in der nächsten Folge nochmal den kleinen Hangar daneben setzen. Macht's gut. Und wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.